Ja, herzlich willkommen bei www.amateurscout.at. Heute melden wir uns direkt nach einer Nachwuchstrainer-Fortbildung mit Sandro Dabirka. Sandro, herzlichen Dank zuerst einmal, dass du hier in Ips eine Nachwuchsschulung vorgenommen hast. Es waren 32 Trainer heute da. Wir haben einen Theorie-Teil und einen Praxisteil gemacht. Und ich glaube, das hat dir Spaß gemacht und den Teilnehmern Spaß gemacht, oder? Erstens danke für die Einladung, beziehungsweise hat sich so ergeben, wir haben einmal ein Telefonat geführt und da hast du bereitgestellt, das Ganze zu organisieren. Das freut mich besonders, vor 32 Trainern sprechen zu dürfen. Und ja, ich mache immer wieder gerne solche Sachen, weil ich selber lerne, wenn ich die anderen lehre. Jetzt muss man sagen, es war ein spezielles Thema. Also viele Trainer sind da gesessen mit großen Augen und haben geglaubt, alles, was sie bis jetzt gelernt haben, können sie in den Mistkübel werfen, weil jetzt gibt es eine neue Philosophie. Na, das müssen nicht alles in die Kübel wegwerfen. Die müssen es nur die Sache aus einer anderen Ecke sehen. Also das Training schaut ein bisschen anders aus durch die Organisation, durch die Management des Trainings, weil es wird auf Prinzipien trainiert. Und das ist nicht eine neue Sache, das ist eine Sache, die in der 80er, 90er Jahre die taktische Periodisierung schon am Markt, seitdem gibt es am Markt. Recht erfolgreich und habe ich mich spezialisiert, habe ich einen Master in taktische Periodisierung und deswegen versuche ich diese Erfahrung weiterzugeben. So, jetzt haben wir taktische Periodisierung. Du sagst, das ist auf Prinzipien aufgebaut. Vielleicht in ganz kurzen Worten, wahrscheinlich kann man das gar nicht in ganz kurzen Worten machen, aber um was geht es da konkret? Und vor allem, gibt es das in der österreichischen Trainerfortbildung? Wird das auch in der österreichischen Trainerfortbildung gelehrt? Kann ich nicht dazu antworten. Ich war letzte Mal in der österreichischen Fortbildung oder Ausbildung relativ lange her. Ich bin selber in der Fortbildung und in der Ausbildung in Rumänien zuständig für die Pro-Lizenz, A-Lizenz, A-Elite, Jute und so weiter und so fort. Taktische Periodisierung, es ist ein bisschen eine Fremdsprache noch in mitteleuropäischer Raum. Aber es ist sehr, sehr entwickelt und fortgeschritten in Spanien und Portugal, die eigentlich für mich die genaue Uhrzeit geben im Fußball. Ja, also das heißt, wenn man davon näher wissen will, was muss ich da machen als Trainer? Fortbilden. Also es gibt so viele Informationen, auf Deutsch noch nicht so viel, aber in Spanisch, Portugiesisch, Englisch, es gibt schon viel Material. Und vor allem, man muss wirklich verstehen, was die taktische Periodisierung macht, es ist nicht was anderes, als diese Straßenfußball wieder am Fußballfeld zu trainieren. Dadurch, es wird die Technik anders beurteilt. Also in der taktischen Periodisierung, man sagt immer wieder über Taktik, über Technik, dass die Technik ist die Exekution der Entscheidung. Also man muss jede Übung, die man macht, immer in Verbindung mit einer Entscheidung. Ohne diese Entscheidungen kannst du nicht Fußball spielen. Ja, es war wirklich ein ganz neuer Ansatz, den wir alle da miteinander gehört haben. Und vor allem das Interessante war, man hört es zuerst in der Theorie und dann sieht man es in der Praxis. Man glaubt ja eigentlich gar nicht, dass man das in der Praxis überhaupt umsetzen kann. Und dann sieht man, wie du das in der Praxis mit einer U14-Mannschaft heute Die ich vorgeführt noch hast, nicht gekannt habe. ja, die du nicht gekannt hast und wie du das umgesetzt haben und wie das Spaß gemacht haben. Also das Feedback der Spieler war ja hervorragend, denen hat das wirklich Spaß gemacht. Ist das so ein Zauberding, dass man unbedingt die Praxis dazu braucht auch? Es ist nur für die Praxis. Also die Theorie brauchst du immer, um diese Praxis zu verstehen und umzusetzen am Platz. Also das habe ich sehr, sehr gut gelernt und bin ich stolz, weil ich auch heute mehr überzeugen haben können über den Praxisteil, weil
nur Theorie zu präsentieren, wird nicht glaubwürdig. In dem Moment, wo du diese Prinzipien, die ich verfolgt habe, erkannt hast in diese Trainingseinheit und so wie du gesagt hast, dass die Kinder sofort umgesetzt haben, das ist für mich, hat Riesenspaß gemacht. Ja. Wir sind stolz. Du bist nur 14 Tage jetzt in Österreich und hast dich in deiner Freizeit sozusagen bereit erklärt, Trainern etwas beizubringen und das kostenlos, das muss man auch betonen, das ist wirklich aller Ehren wert und da möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, dass wir das alles heute mit dir den Abend erleben durften. Ja, vielleicht hören wir bezüglich taktischer Periodisierung mehr von dir in den nächsten Jahren. Würde mich freuen, wenn wir das in Österreich irgendwie natürlich auch publik machen können miteinander. Und ja, herzlichen Dank, Santo. Und ja, für dich, deinen Job wünsche ich da alles Gute und ja, man wird sich wiedersehen. Danke noch einmal und wie gesagt, die taktische Periodisierung wird auch in Österreich, bin ich mir sicher, ich kann eine der, diese Pionierarbeit sozusagen machen kann. Man darf nie Nein sagen, aber im Endeffekt bekommt man im Leben, was man verdient und ich fühle mich nach wie vor sehr, sehr gut hier und danke noch einmal für die Einladung, alle Gute für die Trainer und ich hoffe, ihr habt an allen Spaß gemacht und mehr brauche ich nicht dazu sagen. Genau, mehr brauchen wir nicht dazu sagen. Wir wünschen einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Trainervorbildung. Danke.